Gefährlicher Einsatz für das Rettungsteam um Oliver Dreyer, bei dem ein Teammitglied sein Leben riskiert. Leitstelle Köln, wie können wir Ihnen helfen? Hören Sie mal, kommen Sie ganz schnell, hier liegt ein Junge rum. Der ist bewusstlos. Ganz ruhig, wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Ingo Siedler, ich bin hier im Kleingartenverein Rittersporn am Militärring. Okay, bleiben Sie bitte vor Ort, bleiben Sie ganz ruhig, Hilfe ist unterwegs. Was ist passiert? Hallo, einmal die Augen aufmachen. So, was ist passiert? Hallo. Ich kam hier vorbei. Kommen Sie einmal hoch. Kommen Sie ein Stück hoch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sind Sie gestürzt? Riecht nach Alkohol. Ja. Machst du mir einmal eine Sättigung dran, EKG und einmal einen Blutdruck? Ja. Was ist passiert? Sie sind hingefallen. Meine erste Diagnose auf den ersten Blick war halt betrunken, gestürzt. Das war so das Erste, was ich hatte. Tut Ihnen irgendwas weh? Gut, oberflächliche Schramme am Kopf. Guck einmal auf die Pupillen. Beim Finger, Knie beim Finger tut doch nicht weh. Gucken Sie mich einmal an. Mich einmal angucken. Augen auf. Okay, Blutdruck. Okay, andere. Ne, Pupillen sind im Chor. Einmal Mund aufmachen. Dann, haben Sie sich irgendwo verbrannt? Nein? Schrubbt aus. Einmal Mund aufmachen nochmal. Nochmal einen Blutdruck. Nee. So. Schleimhäute sind gut. Was? Nur hier so ein bisschen. Ist gefallen? Sind Sie hingefallen? Ist gefallen aber nicht, oder? Was ist denn passiert? Komm mal hin. Da sieht der Schuss. Wo ist er denn? Sie haben ihn hier vorgefunden, ja? So? Ja. Ich kam hier vorbei, wollte zum Verein zeigen. Hat dich jemand umgefahren und bist einfach nur gestürzt? Ja. Also für uns löst die Meldung bewusstlose Person immer mit natürlich der Alarmierung des NEFs, also des Notarztes, weil wir nicht wissen, was jetzt mit dem Patienten los ist. Hat er ein A-Problem, B-Problem, das heißt eine Atmung. Er atmet nicht mehr regelmäßig und da muss natürlich auch der Notarzt dabei sein. Pass mal auf, wir nehmen Sie mal mit ins Auto, werden Sie da untersuchen und bringen ins Krankenhaus. Okay. Können Sie aufstehen? Guckst du mal gerade. Druck ist 130. Dann stehen Sie einmal auf. Komm mal hoch. Komm mal hoch. So, guck mal, stehen kann er auch. So, okay. Hast du ihn? Ja, ich halte ihn fest. Was ist passiert? Bist du gestürzt oder was? Nee, wir schauen jetzt mal. Hat ein bisschen was alles. Ja? Nee, bist du alleine? Keine Ahnung. Du bist nicht alleine. Nicht alleine? Wen hast du denn noch bei dir? Mein Kumpel. Lass mal die Augen auf. Also, habt ihr aber ordentlich Alkohol getrunken, oder geht? Ein bisschen. Was habt ihr denn getrunken? Irgendwas mit Anis? Ey, du bist doch hier der Fachmann. Sambuca? Anis? Ja, ein bisschen. Anis. Oder Küstennebel? Sambuca? Den mit der Bohne? Habt ihr Feuerchen gemacht dabei? Weiß, ne? Durchsichtig, ja. Aber ich würde dich gerne mit ins Auto nehmen und dann in die Klinik fahren. Aber denn jetzt, Olli? Ja? Ist hier jetzt noch einer oder was hab ich mitbekommen? Alles gut. Bist du jetzt allein oder bist du in Begleitung? Ein Kumpel. Komm, setz dich erstmal zum Fahrzeug. Genau. Dein Kumpel. Wo ist denn dein Kumpel? Keine Ahnung. Was heißt keine Ahnung? Habt ihr hier zusammen gefeiert? Ja. Guck mal, ob du da vorne vielleicht links rein. Komm, wir setzen dich einmal zum Auto. Wir nehmen dich mit in die Klinik. Ja, warte mal, ich geh mal gucken. Nur mal so vorsichtshalber. Als ich dann oder wir so ein bisschen die Information bekommen haben von diesem Jungen, irgendwas gefaselt hat von seinem Freund, dann sind wir natürlich hellhörig geworden. Und da habe ich natürlich mit Absprache meines Teams mich als NEF-Fahrer auf die Suche gemacht, so ein bisschen Schnitzeljagd. Weil doch irgendwo vielleicht doch noch ein Betrunkener liegen könnte, der jetzt dementsprechend auch noch auskühlt. Und das wäre sehr gefährlich. Ja, und habe mich dann auf die Suche gemacht. Gehörst du zu der Frau? Gehören Sie zusammen? Nee, aber ich kenne ihn. Das ist der Jan. Okay. Die Eltern haben ja auch einen Schrebergarten dahinter. Da würden Sie. Pass auf, dann lass ihn unterschreiben, dass er nicht mit uns will. Ja. Und dann kann er zu den Eltern. Also wenn ich alkoholisierte Personen habe, die dann auch gestürzt sind und Schürfungen haben, egal wie fit die sind, ob die mit mir reden können, die würde ich schon gerne mit in die Klinik nehmen, auch um sie vor sich selbst zu schützen. In diesem Fall habe ich das aber unterlassen, weil A, die Person nicht wollte und B, eine Bekannte auftauchte, die sich der Person annahm. Auf der Suche nach dem Freund macht Franco Fabiano laute Musik aus einer Ecke der Schrebergärten stutzig. Was ist das für eine Musik? Ja, Doc für den Franco kommen. Hallo? Ja. Hallo? So, noch mehr. Hallo? Ja, hier ist so eine Party gefeiert worden. Oder immer noch dran. Hier ist auf jeden Fall laute Musik. Oh.
ist doch. Ja, verstanden. Ja, Doc, will Franco kommen. Hört kommen. Ja, kommt mal ganz schnell hier. Ich habe hier eine Person. Auf jeden Fall komme ich nicht so rein. Kommt mal ganz schnell vorbei. Ja, das Schreckliche, was ich dann erkennen konnte, war nicht der Qualm. Es war natürlich eine Person, und es war dieser Freund, diese vermisste Person, wohl in diesem Gebäude. Ja, und das war halt für mich, da gingen die Alarmglocken an und habe dementsprechend natürlich meine Kollegen dann zugerufen. Eine lebensgefährliche Situation für den Mann in der Laube, aber auch für die Rettungskräfte. Hallo! Komm auch nicht so rein, ich mach nicht die Tür auf. Scheiße, ist da einer drin, oder was? Einer drin, bewusstlose Person. Ach komm. Sieht nach einem Schwebrand aus, ich kann da jetzt nicht rein. Nee, das machst du mir nicht, ich brauch Leitstelle dich noch. Köln für den 1NF1 kommen. Nee. Ja. Da gehst du mir nicht. Ja, benötige unbedingt die Feuerwehr. Wir haben hier einen Schwebrand, so wie es aussieht, mit einer Person. Wir haben einen Nick, also Menschen würden in Gefahr kommen. Scheiße da. Ja, ich kann nicht. Verstanden, schick Feuerwehr ist unterwegs. Ja, schick die mal so schnell wie möglich. Ich geh rein. Ernsthaft? Mach keinen Scheiß. Ich weiß nicht, wie lange der schon drin liegt. Ja, aber ich brauch dich, Franco. Ja, Olli, komm, lass mich rein, lass mich rein. In dem geschlossenen Raum, mit der Rauchentwicklung, da macht man 2, 3 Atemzüge, dann wird man bewusstlos, komatös, kann nichts mehr selber machen, ist auf fremde Hilfe angewiesen. Und wenn die nicht kommt, ja, verstirbt er halt. Pass auf, ich bleib hier stehen, mach schnell halt die Luft. Ja, dann mach aber schnell halt die Luft an. Okay, super. Okay, fertig? Ja. Ich hol ihn raus. Okay? Ja. Komm her, Junge, komm her! Komm her! Leg ab! Vitalparameter, Kleiderschere, kein karottes Puls, okay. Hast du? Druckmassage, Ambobeutel. Ja, kommt. Brille geht ab. Fertig? Ich hab kein karottes Puls. Kein? Kein karottes Puls. Okay, wo ist Monitoring? Okay, Monitoring ist behind you. Ja. Anfang. 4, 5, 6, 8, 7. Ich beatme zwischen, mach durch. Ich orientiere mich nach dir. Okay. Halt Verbrennung. 29, 30. Okay. Keine Verbrennung, 2%. Ja, Frank und ich, wir haben den rausgezogen. Auf den ersten Blick sah man, der war zwar rosig, aber keine Reaktion. Von da uns war mir eigentlich klar, Kohlenmonoxidvergiftung, der hat viele Hübe genommen. Dann gehen wir davon erstmal vom Kreislaufstillstand auf. Wir haben ihn zur Seite gelegt. Die ersten Maßnahmen, Karotispuls, fühlen negativ, Atmung negativ, war für uns klar, Herz-Kreislaufstillstand. Zugang? Ah, endlich. Durchmachen. Ja, ich habe hier gelüftet. Guck mal, zwischen. Wir haben den Schwebrand, glaube ich, mit dem Grill. Alles soweit gelüftet. Keine Person, wer die Person hat der jetzt hier? Eine. Eine. Da ist keine mehr drin. Negativ, keine mehr gesehen. Da könnt ihr mal noch mal nachgucken. Ich habe nur eine gesehen. Das ist ein kleiner Raum. Ich mach durch. Geht einmal rein, lüftet einmal ein bisschen. Mal guck doch mal kurz nach, ob da noch jemand drin ist. Gut, okay. Ja. Ein bisschen runter. Die Feuerwehrmänner betreten den Raum gebückt, weil dort weniger giftige Gase sind. Sie öffnen die Fenster und lassen den heißen Grill am Boden abkühlen. So, ja, brennt so ein bisschen auf. Okay, dann gucken wir mal hier durch. Hast du was gesehen? Nee, hier ist niemand. Hier ist niemand mehr. Nein, guck mal in der Ecke. Okay, gut. Mehr können wir hier drin nicht machen. Dann gehen wir mal wieder raus. Okay, so Raum wurde quer gelüftet und begangen. Ja. Keine Person mehr im Raum. Feuer? Feuer ist ganz festgestellt worden. Nur verbraucht. Durch den Grill. Okay. Jan? Leitstelle Köln für Einsatzkräfte. Jan, was machst du für Sachen? Ich hab mir solche Sorgen. Aber eben geht's ganz gut, das ist kein Problem. Die Kollegen kümmern sich. Mann, es war so scheiß Wetter und wir wollten nur grillen und wir hatten so einen Einweggrill dabei. Und sind wir in die Hütte rein, Mann. Und das ist sowas von unvernünftig. Also wirklich, ich hätte ja, mir ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein gewünscht. Mit der Herzdruckmassage erhält das Rettungsteam den Kreislauf des Mannes. Dennoch verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Und unsere ersten Maßnahmen waren, nachdem wir keinen Karottispuls haben, den Thorax freimachen und mit der Herzdruckmassage beginnen, damit der Körper zirkuliert wird.
sprich auch das Gehirn durchblutet wird. Parallel dazu habe ich dann eine Maskenbeatmung angefangen. Die weiteren Schritte sind da so schnell wie möglich einen Zugang legen, damit wir Medikamente geben können, eine Intubation machen, um den Kreislauf, der zum Erliegen gekommen ist, schnellstmöglich wieder in Gang zu bringen, um eine Minimalversorgung zu gewährleisten, weil sonst hat der Patient keine Chance. Ich habe zwar hier Karottespulte, aber das kann auch von dir sein. Ich starte Analyse. Mach mal Pause, mach mal Analyse. Achtung, starte Analyse. So. Achtung. Kann man flimmern. Scheiße. Halt drauf. Wir müssen aber, mach so lange weiter, bis der Franco soweit ist. Warte, Gel noch. Okay, Gel drauf. Ne, Pupillen sind okay. Fertig? Seid ihr fertig? Moment. Okay, sag's Bescheid. Ja, 30. Runter. Okay, fertig. Weg vom Patienten. Alle weg. Ich schocke. Schock! Okay, weitermachen. 200 Joule. Mach noch erstmal schon mal eine Analyse, bitte, damit ich das sehe. War 200 Joule, ne? Weißt Bescheid. Ja, hab ich mit. Analyse. Kurze Pause. Komm, Junge, lass uns nicht im Stich. Nee, nee, nee. Immer noch kann man flimmern. Nochmal fertig machen. Mach fertig, auf 300, bitte. 300 Joule. Okay. 30. Fertig. Weg vom Patienten. Ich schocke. Schock! Okay, weitermachen. Zumindest habe ich die ganze Zeit einen Karottespuls. Das ist schon mal nicht schlecht. Das. Kurze Pause, Analyse. Warte. Analyse. Kein Scheiß. Komm, Junge, du bist jung, du darfst nicht gehen. Mensch, wie heißt der Junge? Sinus. Tim. Sinus. So. Jetzt kriege ich noch mal einen Schluck Schluck Supra kriege ich bitte noch mal. Warte, kriegst du von mir. Einmal Supra. Wir haben ihn reanimiert, bis das Herz wieder angefangen hat, selbst zu arbeiten. Es war aber nicht im sogenannten Sinusrhythmus, wie das normale Herz taktet, sondern es hatte Kammerflimmern. Dieses Kammerflimmern muss man dann mit externen Stromstößen, sprich Defibrillation, unterbinden und versuchen, wieder das Herz zu takten. Das haben wir zweimal gemacht. Das zweite Mal war erfolgreich. Wir hatten wieder einen Sinusrhythmus, sprich eine Eigenfrequenz des Patienten, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Wir haben ihn präoxygeniert und haben ihn dann transportfähig gemacht. Obwohl Oliver Dreyer und sein Team das Herz des jungen Mannes wieder zum Schlagen gebracht haben, schwebt er noch in Lebensgefahr. Weil er so lange Kohlenmonoxid eingeatmet hat, muss er schnellstmöglich in einer Klinik mit Druckkammer behandelt werden. Alles klar. Okay. Zeitengleich. Okay, ich gehe mal raus, ich melde uns an. Anmeldung machst du. Ja, mache ich jetzt. Ich sag Bescheid. 10 Uhr gibst du durch. Kann ich gleich noch eine. Guck mal, mess noch mal. Kann ich gleich eine 100er Navi haben? Einmal zum Puffern. Du kriegst hier den Puffer noch, ne? Ja, bitte. Bringst du den? Ja, hast du die? Ich habe den nicht mehr. Problematik war bei ihm, weil wir ein CO, also nicht diesen Sauerstoffwert, sondern CO-Wert, also das Gas, der Monoxid im Körper, war 65%. Das heißt für uns, da gehen die Alarmglocken an, er muss in die Druckkammer, um halt diesen die Kohlenmonoxid, das sich ans Hämoglobin bindet, wieder weggepresst wird, weil normalerweise der Sauerstoffträger da dran gehört. Und das ist ja, die Affinität bei Kohlenmonoxid ist 300 Mal mehr stärker als der Sauerstoff. Und deshalb passiert das auch. Und deshalb muss auch eine Druckkammer dementsprechend bei 65% auf jeden Fall angesteuert werden. Ja, wir haben jetzt einen CO-Messwert am Patienten, intubierten Patienten mit einem 65%. Anmeldung für Druckkammer, glaube ich, für nötig. Fahren aber jetzt Klinik am Südring an. Verbrennung dritten Grades, rechter Unterarm. Zusätzlich eine Verbrennung dritten Grades am Unterarm des Patienten, am rechten Unterarm kommen. Brauchen Sie mich noch? Sie, ja. Okay. Ich werde auf jeden Fall noch die Polizei jetzt alarmieren. Navi kriege ich gleich, ne? Ist Kollege unterwegs. Super. Dann haben wir, Domiko, hast du da noch drin, ne? Ich würde dir gerne noch mal zwei geben, der fängt an, hier gegen zu pressen. Die Verbrennung ist steril abgedeckt. Sehr schön. RTW? RTW hat ihn jetzt mitgenommen, den jungen Mann. Sauber. Der ist schon mal weg. Ja. Polizei ist jetzt noch alarmiert. Okay. Weil die sollen sich der Sache auch, weil die Zeugen und Zeugen und wie auch immer. Was denn? Denk mal an mein Herz, mein Freund. Alles klar? Ja. Geht's dir gut? Armer Kerl. Gut, wir sind angemeldet. Ja. Die wollen das jetzt gleich wegen der Druckkammer. Super. Ampularium. Ich krieg noch eben die Navi. Ach, ich krieg eben die Navi. Dann mach ich dir gerade.
Lecco mio, ey. Ich habe im Fahrzeug den Patienten schon mal, man sagt, gepuffert, weil die sehr azidotisch werden. Habe Natriumbicarbonat gegeben. Macht man nicht so oft, aber bei der Intox mit den Rauchgasen ist das nicht verkehrt. Kreislaufstabil, gepuffert und sind dann unter Alarmfahrt in die nächste Druckkammer gefahren. Dank des selbstlosen Einsatzes der Retter hat der junge Mann das Unglück überlebt. In der Druckkammer wurde seine Kohlenmonoxidvergiftung erfolgreich behandelt. Nach einigen Tagen zur Beobachtung in der Klinik wird er wieder vollständig genesen.